So, hallo, willkommen zu einem kleinen neuen Video. Ja, Astroni und Sekiro kommen heute auch wieder. Heute ist der 1. April, frohen 1. April, haha, reingelegt. Nein, keine Ahnung. ich werde mal gucken, dass ich unter diesem Video in der Videobeschreibung alle April-Scherze, die ich cool finde, verlinke. Einfach so in der Videobeschreibung, so als kleine Sammlung. Das werde ich so vielleicht am Ende des Tages nochmal updaten oder so. Ich schaue einfach mal, dass ich so alles, was ich sehe und finde, so angucke und da verlinke, weil ich finde, 1. April finde ich immer richtig cool, weil bei voll vielen Videospielen irgendwelche Fake-Ankündigungen gemacht werden oder irgendwelche Ankündigungen gemacht werden, die auf einmal dann doch real sind und spielbar sind. Zum Beispiel Landfall Games, die Entwickler von dem Totally Accurate Battle Simulator, haben heute jetzt einfach so einen Trailer rausgehauen und gesagt, jetzt ist es im Early Access und alle denken natürlich, hey, ist nur ein April-Scherz, aber nö, ist einfach da. Und letztes Jahr hatten sie, glaube ich, das Battle Royale gemacht und im Jahr davor hatten sie auch irgend so ein Zombie-Battle Royale-mäßiges Spiel gemacht. Also ganz merkwürdig. So ein DayZ-Spiel hatten sie, glaube ich, im Jahr davor. Ganz komischer April-Scherz, aber es ist wirklich da. Nein, es ist wirklich da. Da hätte man kurz denken können, man kann es nicht spielen. Es ist wirklich da. Diesmal wirklich. Ich wurde genauso bambuselt wie ihr. Huh. Darf ich wirklich spielen? Ich hoffe. Wir machen mal den Sound einmal ein bisschen leiser direkt und gehen in die Kampagne. Die Introduction Clubs. Im Totally Accurate Battle Simulator geht es darum, wir haben hier auf der rechten Seite die feindliche Armee, die aus 6 Barbaren besteht, mit Kloppern. Wir haben hier unten unser Geld, 600, und können uns für verschiedene Geldwerte Einheiten kaufen. Hier gibt es echt viel, aber die sind viele auch gesperrt. Ja, sind auch welche noch coming soon, genau, ist ja noch Early Access. Genau, und wir haben gerade die 3 zur Wahl, also können wir jetzt sagen, hey, die haben nur Keulen. 120 einer. Ich möchte 3 Speerwerfer, aber vorne 2 mit Schild. 3 mit Schild. 3 Speerwerfer und 3 mit Schild. Und Start. So, dann kann ich in der First Person einfach hier hinfliegen. Dann können wir beobachten, wie es funktioniert. Weil die mit ihren Schilden, die mit den Schilden machen die ja schon fertig. Oh, einer ist tot von meinen. Aber das sieht aus wie ein Win. Wie ein Win für meine Seite. Victory! Da gucken wir einfach sogar so ein Standbild am Ende des. Wie cool die aussehen mit ihren Totenkopfhelmen, die mit den Schilden. Was haben die so an? Naja, kann man, wir haben immer wieder, über die letzten Jahre hinweg, immer wieder Updates gepostet. Es gab in der Alpha-Version, das haben sehr viele YouTuber was von gemacht. Und jetzt ist eben schon Early Access erschienen erst. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass man so die Einheiten auch selber kontrollieren kann und so. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form im Spiel ist. Auf jeden Fall haben die echt viele Speerwerfer. Dann würde ich sagen, ich packe auf beide Seiten einen mit dem Schild. Und wie viele kann ich hinsetzen von denen? Nicht viele. Habe ich noch genügend für irgendwas? Nö. Okay, Start. 2 Speerwerfer und ein Schild. Das wird doch nie im Leben was. Der mit dem Schild hat da vorne ist durchgekommen. Aber jetzt ist es nur noch... Gottes Willen. Ich kann halt Glück haben und mein Speerwerfer trifft, ne? Aber ich kann auch Pech haben, dass einfach... Hallo? Die sind sehr schüchtern. Oh, Defeat. Okay, die Strategie funktioniert schon mal nicht. Machen wir nochmal alle weg. Zwei mit Schild brauche ich auf jeden Fall pro Seite. Oder machen wir einfach eine Schildarmee? Schildleute kann ich halt echt viele kaufen. 5 Schilde auf jeder Seite. Uhu. Hallo. Okay, ein Schildtyp ist tot, aber die blocken das ja auch so ein bisschen. Und guck mal, die können schön da rangehen. So. Und dann werden die einfach kaputt gekloppt mit Schilden. Das funktioniert echt überhaupt nicht. Oder? Es lebt irgendwie noch einer mit dem Schild. Oh, schütz dich! Ja, der Schildmann hat sich geschützt. Ich glaube an dich. Du gegen den einen Gegner. Schütz dich. Pass auf, er wirft den Speer. Oh, er hat ihn. Okay, ein Speermann gegen einen Schildmann noch. Oder ist da noch einer von meinen? Nee.
Wie hast du den getroffen? Und warum dabbst du beim Sterben? Dab. Ich bin tot. Das kann funktionieren. Aber wir machen es anders. Warte, kann ich einen Zylinder malen? So, ist ein Zylinder. So, der Zylinderclub gegen die anderen. Einmal als einen Haufen. Dann werden sie zwar von der Seite abgeworfen, aber das funktioniert bestimmt nicht, wenn die von der Seite... Die sind einfach alle tot, bevor sie überhaupt da sind. Ich wollte irgendwie, dass sie die von einer... gemeinsam, als Gruppe von einer Seite überrennen. Wie viele leben noch von meinen drei? Vier. Einer. Zwei? Zwei. Okay. Einer gegen fünf. Faires Duell. Ja, einen hat er schon besiegt. Und er ist tot. Okay, das probieren wir nochmal. Ein Speerwerfer auf jede Seite und dann noch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und ein in die Mitte zur Verwirrung. Perfekt. So. Warum sterben die Schildtypen so einfach? Da oben überleben einfach alle. Ich glaube, es ist aber irgendwie so ein bisschen Zufall. So kommt es mir vor. Aber mein Speerwerfer kann sich voll gut auf die konzentrieren. Der Plan hat ultra gut funktioniert. Aber jetzt kommt von da oben sogar noch eine ganze Armee auf den letzten. Bam! So siehst du aus, wenn du dich mit mir anlegst. Cool! So, was ist das nächste? Stick and Bones. Da steht bei mir auch eine FPS-Zahl drüber. Was ist das denn für einer? Was kannst du? Keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht in Mammut für 2000 Punkte. Im 1400. Attacke! Werf die Speere! Egal was sie haben, wir haben Speere. Oh Gott, ich bin jetzt Steine geworfen. Attacke! Speerwerfer! Nein! Warum hast du einen kleinen Kopf? Ach, wegen dem Voodoo-Mann! Und der eine ist auch kleiner. Oh oh. Ich glaube nicht, dass meine Speerwerfer gegen die Nahkämpfer gewinnen. Sind sehr überfordert. Oh oh. Ich glaube, ich habe verloren. Ah, sieht voll cool aus. Das ist fast schon Thumbnails, immer diese Standbilder am Ende. Okay. Wir haben zwei Schamanen. Wenn ich da ganz außen welche hinstelle, die gehen ja zuerst auf die Schamanen, nehme ich an. Und dann nehmen wir da ein paar mit Schild. Und dahinter nochmal Speerwerfer. Ich bin Speerwerfer-Fanclub. Eins, zwei? Ja, perfekt. So, das ist meine Taktik. Ja, die Schamanen sind... Nein, ein Schamane lebt noch. Warum lebt noch ein Schamane? Ah, okay. Der Schamane ist weg. So. Umso weiter meine Speerwerfer verteilt sind, umso einfacher sind es auch für die. Weil die Nahkämpfer ja erst hinlaufen müssen. Stimmt. Ja, komm, mach den letzten da weg. Den Stein ignorieren wir mal. So, auf jeden Fall. Ah, er ist tot. Das kommt davon. Wenn du dich mit Zombie anlegst. Gottes Willen, haben die eine Armee. Stoner! Vernichtet sie! Bowling. Oh, oh. Das wird nicht mehr so gut funktionieren. Werfen die überhaupt noch? Ich glaube nicht. Okay, wir probieren es neu direkt. Und was machen Bone Mages? Bone Mages! Vernichtet sie! Das war ja extrem effizient. Mach nochmal. Oh, okay, in der Nähe machen die es nicht mehr. Ja doch. Ich könnte noch gewinnen. Den haben sie kaputt gemacht. Ein Schildtyp gegen zwei. Oh, der Magier hat ihn besiegt. Ja, in den Hals gepiekst mit seinem Stab. Sehr schön. Super cool. Und wir sind im Mittelalter angelangt, scheinbar. Dann würde ich sagen, Mammut. Ah, kann ich mir nicht leisten. Ein Chieftain? Was ist ein Chieftain? Hallo? Zwei Äxte. Schauen wir mal, was der macht. Zwill! Geht weg! Sind das Kinder? Sind das Peasants? Hilfe! Wir haben Mistgabeln, die werfen mich in den Fluss! Attacke! Er ist tot. Ja. Ah ja, er hat aber zwei Äxte zum Kämpfen. Das ist ja cool. Und wir haben noch nicht die anderen Fraktionen? Nee. Schalten wir wahrscheinlich immer erst frei, nachdem wir sie besiegt haben. Okay. Und hier durchschalten kann man nicht, ne? Nee. Sind halt Pfeile, aber irgendwie geht's nicht. Was machen wir denn gegen die Kleinen?
Ich würde sagen, ein Bone Mage, der macht die dann alle weg. Und dann nutzen wir die Macht des Flusses, um unsere Speerwerfer da aufzustellen. So, und dann haben wir noch 60 über und das ist einfach der Nahkampfsupport. Start! Schauen wir mal, ob das funktioniert. Alter, wie cool! Alle Kinder direkt weggesprengt. So. Wo sind meine Speerwerfer? Hallo? Mein Fluss hat gegen mich gearbeitet. Ja, da hängen alle ineinander. Ein Speerwerfer. Ach, da unten ist noch einer von meinen. Der hängt im Fluss fest. Zu dem wollen die. Okay, probieren wir es neu. Bevor es jetzt hier 100 Jahre dauert. Okay, meine Speerwerfer bringen sie aber selber um. Das ist gut zu wissen. Dann hauen wir die aber alle in die Mitte. So. Der erste Zauber hat diesmal überhaupt nicht so gut getroffen wie davor. Echt dumm. Wir werden aber so überrannt. Nee. Ja, der erste Zauber muss sitzen. Wieso? Ah, weil die... Ja, die muss alle in eine Reihe stellen einfach. So. Weil die Sache ist die, die ganzen Kinder laufen in der Mitte zusammen, wenn es so ist. Brauche einen, glaube ich, ein Schild. Meine Nahkampfleute werden zu sehr überrannt. Oh, die Speerwerfer können wir schaffen. Drei Stück nur noch. Zwei Stück nur noch. Als ob die mit dem Speer alle gleichzeitig töten können. Oh, oh. Okay, die sind gut mit dem Speeren. Machen wir mal die beiden weg. Und machen dafür Protektoren. Zwei Stück. Und Start. So. Der mit der Keule hat mir nichts gebracht. Okay, jetzt haben zu viele Kinder überlebt. Halt. Start. Die Kinder müssen in die Mitte. Warum zaubert der nicht in die... geradeaus? So. Der trifft nur die Hälfte der Kinder. Wieso? Was kann ich machen, dass der geradeaus zaubert? Bone Mage. Jetzt sind wir da unten. So. Jawohl! So. Das ist ein guter Anfang. Ich weiß nicht, wie lange die mit den Schilden überleben, aber hoffentlich lang genug. Die werden einfach so überrannt. Diese Speerleute sind so krass. Okay, also ihr bringt auch nichts. Stone, ist ein Stoner dazu? Aber ein bisschen Steine draufwerfen. Er hat auf die toten Kinder geworfen. Wow. Sind es Kinder? Halblinge sind das. Das sind sowas wie Frodo. Haben die auch Haare auf den Füßen? Natürlich. Habe ich doch gewusst. Ich kenne mich doch aus. Ich mach mal meine Speerwerfer ultra weit hinten. Und mach da auch nochmal zwei Protektoren. So. Jetzt. Der Bone Mage ist schon wieder kaputt. Mach das, was du machen sollst. Alle auf einmal. Na gut. So. Ich glaube nicht, dass meine Speerwerfer das schaffen. Obwohl, die hängen gerade schön ineinander als Klumpen. Ja, die kommen zu schnell. Oh, oh. Okay, warte, warte. Ein Strategiewechsel noch. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich verteile meine Speerwerfer. So, da zwei, da zwei, da zwei. Fertig. So. Solange sie jetzt nicht in den Fluss rennen. Ich hasse das, dass dieser Magier immer so random ist. Wieso zauberst du nach oben? Das ergibt keinen Sinn. Hier, ich stell dich auf die Brücke. So. Jawohl. Die Halblinge sind weg. Ich könnte theoretisch natürlich auch auf der... Ich finde, dass meine ganzen Speerleute auch einfach zusammenlaufen für die Gegner. Gibt nur noch einer? Nee. Kommen noch einige. Alter, sind diese Speerwerfer unfähig. Was macht ihr denn? Ihr hättet so easy gewonnen. Ihr werft. Haltet doch, die stehen nur da. Die machen nichts. Ich würde gerne meinen Einheiten sagen dürfen, dass die stehen bleiben sollen. Die laufen ja einfach in den Tod. Haben meine Einheiten sich gerade gegenseitig tot geworfen? Bin mir nicht sicher. Oh Gottes Willen, da kommen auch halt alle. Und einer steckt da gerade fest. Oh Gott, jetzt ein Kollege auf der Mistgabel. Hilfe. Ich will das schaffen. Kann doch nicht unmöglich sein.
Vielleicht ist der... Ne, der Bone Mage ist halt schon ultra geil, weil der einfach alle vernichtet. Der macht einfach die alleine weg. Vielleicht brauche ich mehr Bone Mages. Und nicht so viele Speerwerfer, weil die machen irgendwie nichts. So ein zweiter Bone Mage, der dann kommt, sobald die ganzen Hansel da hinten sich gesammelt haben. Und damit die sich sammeln können, haben wir hier so eine Schildwand. Die alle zusammentreibt. So, guck, das sind die Kinder. Lauf doch nicht an die ran, Bone Mage. Zauber! Zauber! Nein, nicht draufhauen! Ja, er hat gezaubert, aber viel zu spät. Warum ist da hinten noch einer von denen? Ich schaff die nicht. Dann machen wir halt diese Ultra-Geheim-Technik. Die Bone Mages alle 5 Meter Technik. Wer weiß, ob es funktioniert. Aber wenn einer kommt, kommt wieder so eine neue Druckwelle. So. Gewicht, wow. Wow, wofür mühe ich mich überhaupt so ab? Guck mal, wie cool ich da alle gesprengt habe. So cool. Gefällt mir sehr. Victory. So, was kommt jetzt hier? Die Heumänner. Also ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal nächster Zeit noch Astronia und Sekiro. Habe ich echt lange überlegen müssen gerade. Fertig machen und danach können wir uns um solche Spiele kümmern. Oder ich bringe sie einfach so alle paar Tage mal zwischendurch, wenn ich dazu komme, eine Folge zu spielen. Aber ich liebe dieses Spiel sehr und ich habe mich sehr auf den Release gefreut und wir haben immer noch ein bisschen zu wenig für den Mammut. Aber wir können uns eine Armee aus Chieftains hier hinstellen, die einfach alles kaputt axten. Gottes Willen, werfen die mit solche? Was seid ihr denn für welche? Ja, ich sterbe an der Seuche. Von Einheiten. Oh. Das ist echt gemein. Ja, das ist schön. Wo ist denn mein letzter? Ach, da im Fluss gerade gestorben. Sehr schön. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimmelmann.